Süß ist das denn? Was so eine süße Stimme und bis losgehen. Gar nicht gut aus und dann dafür und mein erstes Lilly, Lied. Alles gut, alles gut. Oha, wir bekommen die Nummer. Okay, warte. Like dieses Video und abonniere meinen Kanal innerhalb der nächsten 5 Sekunden oder... Ach kommt Leute, ihr wisst doch, es passiert doch sowieso nichts. Würde mich trotzdem freuen. So Leute, ich bin jetzt hier in einer Runde Squad. Ich bin gerade noch gemutet auf jeden Fall, Leute. Und ich würde sagen, ich mach gleich auf jeden Fall mal den Stimmverzehr herein. Und ich hoffe auf jeden Fall, dass sie reden kann. Warte mal. Hallo? Hallo? Can you speak? Hä, oha. Deine Stimme ist für dich. Aber, also, aber erstmal, wo willst du landen? Lass mal hier unten irgendwo landen. Gar keinen Bock auf Stress. Ey, Leute, sie... Okay, sie hat gesagt, sie wird meine Stimme süß. Okay, warte mal. Also, ich bin Lilly und ich bin 6 Jahre alt. Und du? Also, ich bin Vivi und ich bin 14 Jahre alt. Aber deine Stimme ist voll süß. Warum kannst du Mensch so eine süße Stimme haben? Ja, weißt du, ich muss dir sagen, so, wenn ich so oft du spiele, so mit anderen Leuten, und die sind immer ganz böse zu mir und sagen immer so, dass ich voll die doofe Stimme habe. Nein, das glaube ich gar nicht. Deine Stimme ist richtig süß. So richtig so wie ein knuffiges Einhorn. Leute, ich bin gerade gemutet. Sie fällt voll drauf ab. Sie sagt zu mir voll die süße Stimme. Okay, wir schauen mal. Ich bin auch so gespannt, Leute, wenn wir am Schluss auflösen, wie sie drauf reagieren wird. Es wird zu geil. Okay, ich muss gucken. Ich muss wieder stumm, sonst bemerkt sie noch irgendwas. So. Wo bist du? Ich bin in so einem Haus. Okay, warte, ich komm zu dir so. Oha, du hast voll den schönen Skin. Bist du ein No-Skin? Ja, ich bin ein No-Skin, so, weißt oh, du, weil... Oh, wie süß ist das denn? Du hast so eine süße Stimme und bist ein No-Skin. Ey, Leute. Oh mein Gott. Leute, ich bin gerade gemutet. Ey, voll Ehre, sie findet No-Skins süß. Okay, das fühle ich schon mal. Ey, sie wird's gar nicht raffen, wenn ich am Schluss... Okay, wartet. Oha, aber Aura-Skin finde ich voll cool. Weißt du, so, ich darf mir halt keine Skins wirklich kaufen. Ich spiele halt auf dem Account von meinem Bruder und so. Und aber du musst mir eins versprechen, weil ich darf eigentlich noch gar kein Fortnite spielen. Du darfst das nicht meiner Mama sagen, okay? Das wird ihm nämlich ganz, ganz böse, okay? Ja. Alles gut, hör mal auf zu weinen. Alles gut. Okay. Ich weiß, wollen wir erst ein paar Waffen holen gehen? Ich kann dir eine geben. Oha. Aber ich habe leider nur eine Pistole. Alles gut. Oha, yippie-yay! Aber du darfst jetzt mich nicht auslachen. Ich darf keine Waffen in Fortnite aufheben. Mein Bruder hat gesagt, ich darf nur eine Bedingung spielen. Ich darf nur mit Autos fahren und keine Waffen aufheben. 1:37 später. Ehrlich jetzt? Warte mal, ja. Du darfst jetzt gar keine Waffe nehmen? Nein, ich darf nur mit Autos fahren und so. Hä, aber dann gewinnst du ja gar nicht. Leute, es ist bisher so cringe, okay. Ihr wisst also, wir müssen auch gleich von die Zone move, Leute. Aber bisher, es ist voll geil. Sie kauft uns voll ab, yes. Und so. Leute, ich muss mich erstmal kurz ermuten, bevor die noch... Warte mal. Lilly, hallo? Ja, Entschuldigung, ich war kurz Pippi für Kleine, so. It was at this moment that he knew. He fucked up. Okay. Also lass dir erstmal ein Auto holen, weil sonst gewinnst du ja gar nicht. Ja, ich brauche erstmal ein Auto. Oha. Oha, da drüben ist voll die große Burg. Ja, ja, yippie, yay. Lass da mal hingehen. Darf ich dich was fragen? Warum zockst du eigentlich Fortnite? Weil in deinem Alter habe ich eigentlich so Legos gebaut, weißt du? Naja, so. Ich darf ja eigentlich noch gar nicht spielen, so. Aber mein Bruder spielt seit immer und es ist voll cool, wenn ihr das spielt. Und deswegen spiele ich halt auch. Aber wie gesagt, das darf nicht meine Mama wissen, okay? Also, bitte, du darfst es nicht meiner Mama sagen. Keine Sorge, ich sag gar nichts. Okay, Leute, let's go. Okay, nice. Ich bin gerade gemutet wieder. Leute, das ist ein bisschen mies spannend, weil sie kauft uns voll ab. Ich bin dann so gespannt, Leute, wenn wir dann auflösen werden. Leute, sie ruft mich schon mal. Ich muss mich wieder looten. Entschuldigung. Lass erstmal irgendwie noch was looten. Vielleicht hier ist da oder sowas. Leute, ich nehme jetzt einfach mal eine Waffe auf. Ich hoffe, sie checkt das nicht, weil ich habe mir gerade gesagt, dass ich keine Waffe aufheben darf. Schau mal, ich muss dich noch was fragen. Ich weiß noch gar nicht, wie du heißt. Vivi und ich bin 14 Jahre alt. Vivi, oha. Voll der schöne Name. Warte mal.
Hast du nicht gesagt, du darfst keine Waffe aufnehmen? Oh shit, Leute. Oh shit, ich glaube, ich hat's gesehen. Oh nein, warte mal. Leute, mal, oh mein Gott. Oh mein Gott, warte, sie wieder in Minuten, wartet. Lilly. Ja, was denn? Warum redest du nicht? Ja, weißt du, mein Bruder war gerade drin, deswegen. So, und ich habe gar keine Waffe, das stimmt gar nicht. Also, hast du dich bestimmt verguckt. Ich habe nur ein Mini. Schau, nur ein Mini. Willst du auch ein? Ihr könnt ihr Mini. Ja! Ey, bist du süß. Dankeschön. Ey, Leute, sie findet uns voll süß. Wisst ihr, aber erst die Zone, wo wir Zone kommt, nämlich weil die Zone ist mies weit weg. Wenn wir jetzt kein Auto finden, ist da mein großes Problem. Wir brauchen ein Auto. Okay, warte mal. Unten, ich hoffe, da unten ist ein Boot, Leute. Ich hoffe, unten ist ein Boot. Vivi? Ja? Wir müssen irgendwie in die Zone. Ich weiß nicht, kannst du irgendwie, hast du schon einen Führerschein? Darfst du schon Auto fahren? Ich darf schon Auto fahren, ja. Oha, cool. Dann hol mal irgendwie ein Taxi oder so. Wir müssen in die Zone, Lilly. Wir dürfen nicht in die Zone. Wir dürfen nicht sterben. Weißt du, Lilly, ich habe noch keinen Sieg. So, du kannst mir meinen ersten Sieg holen. Ja! Hä? Oh mein Gott, du bist so süß. Aber warum hast du noch keinen Sieg? Naja, ich bin nicht so auf Fortnite, weil ich das auch nur einmal machen darf. Weil wenn meine Mutter das sieht, dann... Keine Ahnung, weil dann wird die böse. Ey Leute, okay, warte, ich probiere jetzt was. Ich weiß nicht, Leute, sie findet uns voll süß. Vielleicht kann ich ja irgendwie fragen, ob sie uns... Oh, ich muss wieder müden, Leute, wartet ganz kurz bei Leute, vielleicht bekommen wir ihre Nummer. Oder keine Ahnung. Wir schauen mal, Leute. Jetzt mal fliegen. Ja, fliegt. Yippie! Oh mein Gott. Oh nein! Ja, komm. Ja! Oh, du kannst das voll gut. Oha. Das ist so süß. Warum kann so ein Mensch so süß sein? Leute, sie fährt voll drauf ab. Okay. Ich frage sie jetzt mal, ob wir irgendwie Freunde sein können. Wartet, Leute. Ich bin auch so gespannt, wie es dann noch reagiert, wenn wir das Ganze auflösen. Es wird zu geil. Okay, wartet. Vivi? Ja? Ich habe mal eine Frage. Sag mal so, ich weiß nicht, ich habe keine Freunde so. Und du bist voll nett und ich wollte dich fragen, ob du vielleicht meine Freundin sein kannst. Können wir Freunde sein? Hey, natürlich. Klar können wir Freunde sein. Nice, Leute, okay. Vielleicht bekommen wir noch irgendwie die Nummer, Leute, wenn wir das auflösen. Sie hat dann bemerkt, so, dass sie die Nummer dem Jungen gegeben hat, Leute. Sie wird gar nicht drauf klagen, aber okay, das wird zu geil. Okay, wir schauen weiter. Oh, schau mal, da vorne ein Haus. Wollen wir dort mal hingehen in das Haus? Ja, natürlich. Ey, vielleicht ist da sogar ein Auto, dann können wir vielleicht Auto fahren. Aber du musst fahren, weil ich muss, bin ehrlich, ich habe mich vorhin angelogen. Ich darf eigentlich auch noch kein Auto fahren, weil mein Bruder hat gesagt, wenn ich schon Fortnite spiele, ich hab Fortnite passiert, ich darf nichts kaputt machen und so. Ich darf halt irgendwelche Materialien abbauen, aber mehr darf ich nicht. Und deswegen, wenn ich irgendwas Böses mache, das darfst du nicht meiner Mama sagen, okay? Alles gut, ich sag nichts deiner Mama. Okay, zu geil. Oh, sie darf nicht meine Jungs und Mädchen, sie darf nicht meine Waffe sehen. Okay, nein, ich hab schon... Oh. Sie öffnet gerade ein Geschenk. Okay, Leute, ich werde sie jetzt einfach mal fragen, ob ich vielleicht ihre Nummer bekomme, Leute. Und mal schauen, was sie sagt. Wir schauen mal, Leute. Ich hab ein Biggie für dich. Oh, ja! Dankeschön. Du, Vivi? Ja? Hast du WhatsApp? Ja, warum fragst du? Ich weiß nicht so. Du bist voll nett und so. Kann ich vielleicht deine Nummer haben, so, weißt du? So, da können wir vielleicht öfters mal spielen und so schreiben und so. Ich weiß nicht. Oh nein, komm bitte, gib die Nummer, komm. Wie kann das überhaupt sein? Du bist doch 6 Jahre alt, aber wie hast denn du ein Handy? Also ich habe halt schon so ein Handy, aber halt so ein Tastenhandy so. Aber ich kann halt Nachrichten schreiben, so, weißt du, wie ich meine? Das ist auch trotzdem voll cool. Na, okay, komm. Oha, wir bekommen die Nummer. Okay, warte, das wir müssen weiterfahren, okay. Oh nein, Vivi, oh, ein bisschen Gegner, lass schnell weggehen. Komm her, du musst Boot fahren, ich darf das noch nicht, du musst fahren. Du hast aber ja wieder eine Waffe. Nein, bitte verarsch mich jetzt nicht, du hast ehrlich eine Waffe. Oh shit, sie hat bemerkt, Leute. Du hast doch gesagt, nicht du gut, darfst gar nicht gut, gar nicht gut, egal. Leute, wir müssen vom Thema ablenken. Was? Guck mal, du hast voll die schönen Augen, Vivi, oha. Und du hast auch voll die coolen Schuhe, Mann. Komm, wir müssen jetzt weg, die Zone kommt. Schnell, beeil dich. Schnell. Okay, komm, steig ein. Okay. Oh, Leute, das ist gerade mal so gut gegangen. Sie hat... Oha, wir haben das Thema abgelenkt. Okay, wir fahren jetzt erstmal in die Zone auf jeden Fall. Ha, was machst du denn, Vivi? Die Zone ist da oben. Ja, ich hab's gerade nicht gesehen. Es tut mir leid. Okay, alles gut. Du, Vivi? Ja? Wir sind ja jetzt Freunde. Weiß ich nicht, können wir öfters mal spielen und so?
klar. Oh ja, yippie, yippie, yay! Aber du musst mir dann nochmal eine Anfrage schicken, weil ich hab dich ja gar nicht. Okay, ja, ich schicke dir auf jeden Fall gleich noch eine Anfrage. Okay, Leute, mir ist gerade auch eine richtig geile Idee gekommen. Ich werde jetzt einfach gleich mal den Stimmverzerrer herausnehmen und einfach mal so tun, als wäre ich jetzt der große Bruder von Lilly und frag sie einfach mal, warum ist meine Schwester zockt und so. Oh nein, wir müssen 10 Minuten, Leute, warte. Wo ist sie denn? Ich bin hier, warte. Oh nein, wir müssen das schaffen. Nein, Vivi, nein. Egal, wenn wir das nicht schaffen, dann lade ich dich gleich in die Lobby ein. Okay, das schaffen wir, komm. Wir brauchen jetzt irgendwie ein Medkit oder irgendwie hier Stuff. Das schaut gar nicht gut aus. Oh nein. Lilly, alles gut. Ey, Leute, ich muss erstmal schauen jetzt irgendwie, dass ich mich schnell heile oder so. Und sie fragt auch schon wieder, wo ich bin. Oha. Ich bin hier. Warte. Wo bist du die ganze Zeit? Du bist angeschaut. Nein, nein, also mein Bruder war gerade bei mir. Weißt du, lass schnell weg, die Gegner, oh nein. Oh, weia, die Zone und wir haben keinen, oh nein, Vivi. Ja. Meinst du, das wird ein Sieg? Natürlich. Oha. Du warst richtig gut. Oha, danke schön. Sag nochmal an, dass ich total schlecht bin, aber das ist lieb von dir. Okay, Leute, passt auf. Während wir jetzt in Zone laufen, ich will jetzt einfach mal den Stimmverzerrer kurz rausnehmen und wäre zu tun, als wäre ich der große Bruder von Lilly. Okay, mal schauen, wie sie darauf reagiert. Hallo? Eine Frage. Was sagst du bei meiner Schwester, wenn ich fragen darf? Ach, du bist der Bruder, oder? Ja, meine Schwester darf noch gar kein Fortnite spielen. Warum spielst du mit ihr, wenn ich fragen darf? Sie darf das noch gar nicht. Ja, also das ist jetzt so, wie es aussieht. Mann, oder so. Lenny, geh weg jetzt! Entschuldigung, Vivi, das war mein großer Bruder. Lenny, oh nein! Das ist richtig aggro. Ja, Entschuldigung, aber sei mir nicht böse, mein Bruder, der... Ey, Leute! Okay. Die Arme. Oha. Okay, Leute. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall einladen in die Gruppe, Leute. Ich würde sagen, Leute, wir lösen das Ganze gleich auf jeden Fall auf, Leute. Und mal schauen, wie sie darauf reagiert. Ich bin so gespannt. Mal schauen, wie sie darauf reagiert. Okay, Leute. Ich würde sagen, ich gehe jetzt in die Lobby erstmal, Leute, und lade auf jeden Fall Vivi erstmal ein. Und ich bin mega gespannt, wenn wir das Ganze gleich auflösen, wie sie reagiert. Ich bin mega gespannt. Okay, Leute. Ich habe Vivi jetzt auf jeden Fall eine Frage geschickt. Ich würde sagen, wir laden sie jetzt mal ein. Und mal schauen, wie sie darauf reagiert. Okay. Ich muss kurz schauen, wo sie ist. Sie hieß irgendwie Einhorn-Magic oder irgendwas, glaube ich. Ich glaube, das ist sie. Ich habe sie. Okay, wir laden sie mal ein. Okay, mal schauen. Hallo, Vivi? Ja? Nochmal danke, dass du so nett zu mir bist und so. Und alles gut. So, und wir können auch gerne demnächst wieder mal öfter spielen oder so, oder? Ich habe keine Ahnung. Hä? Bist du jetzt wieder der Bruder von Lilly, oder was? Was? Welcher Bruder? Hä? Hä? Willst du mich jetzt verarschen? Wo ist Lilly? Wer ist Lilly? Hä? Ich hab die ganze Zeit gerade mit deiner Schwester gespielt. Ich weiß jetzt nicht, wo sie ist. Hä? Leute, ich bin gerade gemutet. Ich weiß jetzt nicht. Sie haben gar nichts. Okay, ich sage gestern, dass ich hier die Video draus gemacht habe. Okay. Entschuldigung. Okay, pass auf. Ich habe gerade ein YouTube-Video gemacht, so ich mit Stimmverzerrer und so. Und ich wollte einfach mal schauen, ob die Leute drauf reagieren und so. Ich hoffe, es ist okay auf jeden Fall, aber. Ey, ich habe mich gerade so gefreut, eine neue Freundin kennenzulernen und dann kommt's. Ey, Mann. Okay, komm, sei mir jetzt nicht böse, okay? Es war wirklich der von YouTube-Video. Okay, lass cool bleiben, chill, bitte. Mach kein Auge. Okay, entspannt. Ja, alles gut. Okay, cool. Also, wir spielen auf jeden Fall die nächste Mal eine Runde, okay? Das geht fit. Wäre voll cool auf jeden Fall. Okay. Okay, aber weißt du, ich muss dir was sagen. Ich war nämlich kurz davor, ein Video aufzunehmen, weil ich bin auch YouTuberin. Oha, nein. Doch, weil ich fand deine Stimme so süß. Ich dachte, man muss das einfach auf YouTube sehen. Okay, aber ey, finde ich cool. Ich werde dich auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken, auf jeden Fall. Cool, dass du dabei bist, auf jeden Fall. Und ansonsten, Leute, würde ich sagen, war es das mit dem heutigen Video. Vergesst nicht, zum Ende nochmal Glocke zu aktivieren und Creator Code Lumex im Shop einzutragen. Oder ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein, euer Lumex. Ciao, ciao.